Moin liebe Freunde, seid gegrüßt, recht herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr dabei seid. Heute habe ich für euch mal wieder ein bisschen Schlager und zwar zum neuen Album von Wolfgang Petri, genau jetzt. Das Ganze gibt es in der limitierten und handnummerierten Picture Vinyl zum Unboxing für euch von mir. Wie gewohnt. Ja Freunde, das neue Album, genau jetzt, ist am Freitag, den 30. November erschienen. Ich habe mich diesmal mal wieder für eine Vinyl entschieden. Ihr wisst, ich stelle euch ab und zu auch mal Schlageralben vor, wo es keine Box gibt. Diesmal, Freunde, wollte ich euch aber gern mal wieder eine Vinyl vorstellen und dann auch noch eine Picture-Vinyl. Das ist immer ein bisschen was Besonderes. Deswegen, Freunde, wie gesagt, habe ich mich dafür entschieden. Den Link zum Album, zur Vinyl und zum MP3-Download findet ihr wie immer hier unten in der Videobeschreibung. Klickt einfach mal drauf, Freunde, und gönnt euch das Album. Oder die Vinyl. Los geht's. Wir packen das Ganze aus. In der Zeit, während ich die Folie entferne, schreibt mir was Nettes unten in die Kommentare. Sei es zu Wolfgang Petri, vielleicht euren Lieblingssong. Vielleicht wart ihr früher mal auf einem Konzert und habt was ganz Besonderes erlebt. Oder ihr findet, seine Musik ist nicht so gut wie früher. Dann schreibt mir das auf jeden Fall auch mal unten in die Kommentare. Ich habe wirklich gar keine Ahnung zur Musik von Wolfgang Petri. Ich kenne natürlich einige Songs. Aber ich bin jetzt kein großer Schlagerhörer oder Schlagerfan. Er hat wirklich gute Songs gehabt, auf jeden Fall. So Party-Hits, die kennt man ja immer, wenn man ein bisschen auf Party war. Aber wie gesagt, ich bin jetzt nicht so der Schlagerhörer. Deswegen, wenn euch natürlich zu Wolfgang Petri gar nichts einfällt, Freunde, dann schreibt einfach unten in die Kommentare Hashtag Hölle, Hölle, Hölle. Okay, los geht's. So, die Folie ist ab. Jetzt schauen wir uns erstmal den Aufkleber an, der hier oben in der Ecke klebte. Und zwar zweimal LP, also zwei Longplayer, dann Picture Vinyl, limitiert und handnummeriert. Okay, so viel dazu, weiter geht's. Auf dem Cover sehen wir einen etwas älter gewordenen Wolfgang Petri. Mittlerweile hat er seinen Schnauzbart und seine langen Haare abgelegt. Das war ja immer so sein, wie soll ich sagen, sein Markenzeichen, genauso wie dieses Karohemd und diese ganzen Freundschaftsarmbänder. Aber trotzdem ein sehr schönes Schwarz-Weiß-Porträt eines, wie gesagt, etwas älter gewordenen Wolfgang Petris. Links hier in der Ecke lesen wir Wolfgang Petri, darunter den Albumtitel Genau jetzt. Auf der Rückseite sind die Songs aufgelistet. Wir haben insgesamt 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 Songs sind auf dem Album. Ich habe mir bisher jetzt nur eine Single-Auskopplung angehört und angeschaut, also das Musikvideo dazu, wo sind denn all die Helden hin. Wirklich sehr guter Song, hat mir persönlich wirklich sehr gut gefallen, den werde ich euch auf jeden Fall auch mal unten in der Videobeschreibung verlinken. Ich glaube, es waren aber noch zwei weitere Songs veröffentlicht, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Wenn ihr das wisst, Freunde, dann schreibt mir das auf jeden Fall mal unten in die Kommentare. Ich bin mir jetzt wirklich gerade nicht sicher, aber den habe ich mir auf jeden Fall schon angehört. Dann haben wir hier oben jetzt noch den Barcode. Und hier rechts unten in der Ecke, Freunde, haben wir die Handnummerierung. Wir haben die Nummer 15 und 1000 Stück scheint es von den limitierten Picture-Vinyls zu geben. Okay, außerdem sehen wir noch im Hintergrund jetzt noch mal ein bisschen was von Wolfgang Petri. Okay, Freunde, schauen wir mal rein. Da haben wir jetzt noch mal ein Schwarz-Weiß-Bild von Wolfgang Petri. Das Coole natürlich, Freunde, was cool gewesen wäre, wenn das Ganze natürlich jetzt noch unterschrieben gewesen wäre, das wäre nochmal so ein kleines Highlight gewesen, wo man sagt, das lohnt sich dann wirklich, sich die Vinyl extra nochmal zu kaufen. Schade, ist leider nicht der Fall. Wäre natürlich cool gewesen, vielleicht das nächste Mal. Okay, Freunde, schauen wir uns mal die Picture-Vinyls an. Das Ganze in einem sehr schön gestalteten Schutzumschlag. Hier sehen wir jetzt nochmal den Interpreten. Und hier haben wir jetzt die Songs nochmal aufgelistet. Wo sind denn all die Helden hin? Geh mir aus den Augen. Ich glaube, der Song ist doch schon veröffentlicht, Freunde, irgendwie. Ich dachte, ich hätte das schon gesehen. Also ich glaube, der Song ist auch schon, also die beiden Songs auf jeden Fall, Freunde. Okay, schauen wir uns mal die erste Picture-Vinyl an. Natürlich beginnen wir mit Seite A. Und da haben wir einen gut gelaunten, fröhlich lachenden Wolfgang Petri. Wirklich sehr schön gemacht. Picture Vinyls gibt es ja wirklich auch erst seit kurzer Zeit. Also ich hatte meine erste Picture Vinyl, glaube ich, bei der zum letzten Album von Plusmacher, der hat auch so eine Vinyl rausgebracht. Das ist wirklich eigentlich eine coole Idee, was sich die Leute nochmal ausgedacht haben, um das Ganze nochmal ein bisschen besser zu verkaufen. Coole Sache auf jeden Fall. Also Seite A und Seite B. Okay, das war die erste Vinyl.
Schauen wir uns noch die zweite an. Ja, Freunde, ich weiß, einige von euch werden sich wieder aufregen. Ich habe keine Handschuhe an und datsche einfach so mit meinen Händen drauf. Aber das wird schon alles so gehen. Das sind die Songs auf der zweiten Vinyl. Und hier haben wir jetzt nochmal das Motiv. Seite C. Hier guckt jetzt ein bisschen ernster. Und Seite D. Hier lohnt es bloß mit einem Auge durch seine Hände. Okay, also wirklich sehr gut gemacht. Gefällt mir wirklich sehr gut. Okay, Freunde. Das Ganze packen wir natürlich wieder ein. Und da sind wir auch schon am Ende mit dem Unboxing oder besser gesagt der Vinylvorstellung, würde ich eher sagen. Also wirklich sehr schön gemacht, Freunde. Finde ich wirklich sehr gut. Wird natürlich bei mir einen Platz kriegen in meiner Vinylsammlung, so würde ich das sagen. Auch wenn ich ein großer Schlager-Fan bin. Aber finde ich wirklich cool gemacht. Gerade so eine Picture-Vinyl ist wirklich mal was anderes. Wie gesagt, haben sich wirklich was einfallen lassen, die Leute. Wirklich sehr schön. Okay, Freunde, das war es soweit. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, schreibt mir was unten in die Kommentare und wenn ihr in Zukunft kein weiteres Video mehr von mir verpassen wollt, dann könnt ihr rechts unten in der Ecke meinen Kanal abonnieren. Dann würde ich mich natürlich sehr drüber freuen, liebe Freunde. Okay, das war es soweit. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.